So, nächste Runde. Wir haben eine Pex hier. Das ist der Christian. Christian, sag was zu deiner Mopete und was du verbaut hast. Das ist eine Pex 200, alt. Baujahr 88. Eine Spanierin, eine Moto Vespa? Eine Spanierin, Moto Vespa. 210er Polini. 60er Welle. Super Strong Kupplung. Mhm. BGM. Sparco 26er Vergaser, Fast and Flow, Benzinhahn. Hast schon ein bisschen was dran gemacht, ne? Und BGM Touring Box 2 auf deiner Empfehlung hin. Ja. Du hast übrigens einen kaputt gebrochenen Zündkerzenstecker, ne? Siehste. Ich habe mich aber trotzdem noch mal hingetraut. Ja, ja, der ist auch noch fest, aber. Ja. Wollte es nur sagen, da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich noch einen da habe, dann gebe ich dir vielleicht einen. Ja, gucken wir mal. Also, ne, das ist klassisches Setup mit Schlauch und mit kleinem Deckel. Also, du hast wirklich den ganz kleinen Deckel drauf. Hast du noch einen Luftfilter drauf? Ja. Es gibt noch ein Stück höheren. Also, das ist luftmäßig passiert da gar nicht viel. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert, wie er läuft und dann bauen wir um und dann schauen wir mal, womit wir dich dann nach Hause schicken. Was schätzt du denn, was da an Leistung hast? Gib mal einen Tipp ab. 17, 18. So? Ja. Maximal. Aber dann bergab mit 90 Grad Gefälle und Orkan im Rücken. Ach, nein, ärgert mich. Nein, aber 16, 17 PS, der wird ein tierisches Drehmoment haben, aber ja, ich sag mal, ja, 17, 18 könnte schon klappen. Also das Getriebe ist noch Standard, da haben wir damals nichts dran gemacht. Ja, aber das ist kurz dann, ne, für den Polini. Du könntest eigentlich eine 24, 64 Schrägverzahn fahren oder sogar eine 24, 63. Könntest du locker fahren. Also ich fahre sowieso nicht schneller als 90 mit dem Ding. Ja, aber der dreht schon sehr hoch dann, ne? Also du könntest das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger machen, wenn du die Übersetzung höher wägst, weil der hat bis 5000 Umdrehungen einen Mordsdrehmoment, ne? Okay, dann würde ich sagen, messen wir das Mopedchen mal ein und dann gucken wir mal, wo wir hier stehen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal. Tödlich sein beim Thema Verschalten. Deine Züge haben sich extrem gelenkt. Mhm. Ja, du musst das Schaltspiel rausnehmen. Mhm. Das heißt, Züge nachstellen, weil das ist. Da passiert ja gar nichts. Nee, nee. Also, das musst du rausnehmen. Die Züge werden mit der Zeit immer länger oder es hat sich vielleicht unten dieser Klemmnippel ein bisschen gelöst. Das muss raus. Ja. Lenkrad steht schief ein bisschen. Mhm. Und ansonsten habe ich gerade beim Gasgeben gemerkt, als wir ans Gas gingen, da ging er erstmal in so ein Loch und kam dann wieder. Also der hat totale Luftnot. Also wir haben 18,5 PS. Hm. Komm, wir gehen mal zur Kurve. Ich zeig dir das mal. So, wenn du mal guckst. Wir haben den Drehmoment-Peak anliegen bei
4400 Umdrehungen liegen 22,5 Newtonmeter an. Mhm. Und wir haben bei 6500 Umdrehungen 18,7 PS. Das heißt, wenn du bei 4,4 bist, also hier, baut der quasi das Drehmoment schon wieder ab. Mhm. Der hält das immer noch, also bist hier immer noch so bei 20 Newtonmeter, mhm. ne? bei Spitzenpeak. Aber da ist der Drehmoment technisch nicht, da ist keiner zu Hause. So, das heißt, wir bauen jetzt mal den Vergaser aus. Wir werden dem Vergaser jetzt mal ein bisschen Freude bereiten und dann werden wir den neu bedüsen. Dann bauen wir Venturi drauf und machen das Ganze mal schön und dann können wir mal gucken. Dann werden wir bestimmt die 20 PS knacken. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und in der Hoffnung, dass wir hier oben raus einfach auch noch ein bisschen mehr gewinnen. Ja, wir gucken uns das an. So, also jetzt müssen wir erstmal auseinanderbauen. So. Gut. Gut. So, also wir sind soweit. Vergaser umgebaut, Venturi drauf, das übliche Geraffel. So, und dann gucken wir mal, ob und inwieweit deine Mopete jetzt ein bisschen mehr Spaß an den Backen hat. Ne? Schauen wir mal, ob sie jetzt mehr will oder nicht. Ich bin gespannt. Schon was anderes, ne? Hört sich schon gut an. Ich werde noch eine Hauptdüse höher gehen und dann gehst du mal auf die Straße und fährst damit. Mhm. So, gucken wir uns mal an. Wenn wir jetzt eine Hauptdüse höher gehen, wird er wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen an Leistung verlieren, aber also, was wir jetzt sehen, ist vorher, nachher. Ein bisschen mehr. Mhm. Ja, gucken wir. So, wir haben genau 2 Newtonmeter zugelegt und genau 3 PS zugelegt, halt übers ganze Band. Ne? Und wenn du jetzt siehst, dass du bei der gleichen Drehzahl, aber wirklich bei der gleichen Drehzahl, die gleiche 3 PS mehr hast bei der gleichen Drehzahl und dein Drehmoment 600 Umdrehungen später ansteht. Ne? Mhm. Das heißt, hier, wo du eigentlich schon auf dem abfallenden Ast warst, hier hast du ein Plateau. Ne? So, und wir sind jetzt bei 5000 Umdrehungen etwa, 5000 Umdrehungen mit knapp 25 Newtonmeter. Also das müsste jetzt auf der Straße einen erheblichen Unterschied machen. Was bedeutet, wir machen jetzt noch eine Hauptdüse größer, dann fährst du und dann kommst du wieder und dann sagst du, wie es ist, fahr Eindruck. Gut. Ja, aber es ist Polini-typisch, ne? Gib dem Polini, der hängt auch besser jetzt am Gas, gib dem Luft und gib dem Sprit und dann kommt aus dem
sehr alten, guten alten Schätzchen auch noch ein bisschen was an Leistung raus. Vor allen Dingen das Drehmoment ist halt super, ne? Jo. Guck mal, du kommst aus dem Standgas raus und hast permanent Traktor. Ja, Traktor. Ne? Du hast halt permanent das gleiche Drehmoment. Das wird nicht mehr, sondern der kommt aus dem Standgas raus und steht bis 5000 Umdrehungen. Oder beziehungsweise hier kannst du sagen, bis 6,4 ungefähr, dann fängt er an, wirklich signifikant abzubauen. Ja, also du hast permanentes Drehmoment. Reicht vollkommen. Ja, zum Fahren. Jetzt würde ich sogar tatsächlich die Übersetzung länger machen, weil jetzt merkt man halt, der ist halt sehr, sehr schnell ausgedreht. Ne? Mhm. Du kannst jetzt entweder die längste schräg verzahnte reinmachen oder du gehst auf gerade verzahnt 24, 23, 63, würde ich machen. Ne? Fährt der locker. Und der fährst dann halt auch sehr spritsparend, weil du halt auch mit der Nenndrehzahl bei 100 km/h fällst. Mhm. Sagen wir mal 500 bis 1000, je nach Übersetzung, 500 bis 1000 Umdrehungen. Das macht sich halt auch im Spritverbrauch bemerkbar. Ja. Gut, wir bauen zusammen, dann fährst du und dann hören wir uns wieder. Bahn. Ja, Kollegen müssen immer um den Ständer abtreten. Die Kamera? Ja, was soll ich sagen? Ich war nicht umsonst hier, ne? Wesentlich besser, wesentlich sauberer, dreht echt geiler hoch. Ja. Kriegt richtig Luft, man merkt es echt, hat was gebracht. Und auch von langsam raus beschleunigen? Ja, ganz, ganz was anderes. Perfekt. Dann, schön, dass du da warst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben, das ein oder andere an Wohlwollen im Kommentar und ein Abo, würde mich freuen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen Roller ohne Kamera und schaut wieder rein, wenn es wieder heißt, neues Video von Savage Scooter. Bis dann, tschüss.